Endlich. Endlich ist es soweit. Nachdem in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Schlagershows abgesagt oder verschoben werden mussten, gehen heute Abend hier endlich wieder die Lichter an. Ich freue mich wahnsinnig auf das große Wiedersehen mit den großen Stars. Andrea Berg, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis, Andy Borg, Ben Zucker, Marianne Rosenberg, Giovanni Zarella, Anna-Karina Wojcik und Stefan Ross, Ross Anthony, Thomas Anders, Patricia Kelly, DJ Etsy, Ramon Roselli und vielen, vielen mehr. Ich freue mich auf die Schlagerhochzeit des Jahres. Ich freue mich auf die total verliebte Eurovision Show. Schlager Love Story 2020, das große Wiedersehen, jetzt live! 147 Tage sind seit seiner letzten großen Eurovisionsshow vergangen. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Wir starten live im Ersten und im ORF die Schlager Love Story 2020. Das große Wiedersehen. Präsentiert von Florian Silbereisen. Kann uns keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Ja. Ach, ist das schön. Es geht wieder los. Und ich kann Ihnen eines versprechen. Wir werden heute Abend gemeinsam richtig viel erleben. Mit ganz vielen Stars und ihren Schlager-Love-Stories. Mit rosa Einhörnern und mit der romantischen Schlagerhochzeit des Jahres. Ja, und natürlich, ja, es wird so romantisch. Und natürlich werden wir heute auch für richtig viel Stimmung sorgen, mit richtig vielen Schlagern zum Mitsingen. Und deshalb legen wir jetzt auch gleich richtig los. Mit dem Shootingstar des Jahres, den wir in der vergangenen Woche in unserer neuen Show Schlagerzirkus in die Schlagerfamilie aufgenommen haben. Wir starten jetzt natürlich mit dem aktuellen Schlager des Jahres, der es bis auf Platz 1 in den Singlecharts geschafft hat. Eine Nacht. Herzlich willkommen hier auf der Eurovision-Showbühne, Ramon Roselli. Heute gesehen und ich dachte, mein Herz bleibt stehen. Ich hatte Gänsehaut, konnte einfach nicht weitergehen. Ich hab es immer geahnt, dass es mal passieren muss. Hab es mir ausgemalt. Mit Alleinsein ist jetzt Schluss. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär das. Ich umarm die Welt. Das Leben macht mir Spaß. Ich sag nur eine Nacht.
Der Himmel gibt sein Okay, oft hat man mir wehgetan. Wenn ich deine Augen seh, weiß ich, dass ich dir vertrauen kann. Ich weiß, wir passen zusammen wie eine schöne Melodie. Herzen im Gleichgewicht, so wie jetzt war's noch nie. Ich sag nur eine Nacht und einen Tag mit dir. Ja, wie schön wär das. Ich umarm die Welt. Das Leben macht mir Spaß. Ihren Applaus für Ihre Stars heute über www.feste.tv, zum Beispiel für Ramon Roselli. Lieber Ramon, das war gerade dein allererster Eurovision-Show-Auftritt. Und jetzt gibt es gleich noch eine weitere Premiere für dich, denn wir dürfen dich heute Abend überraschen. Und zwar mit deinem ersten Gold für dein erstes Album Herzenssache. Yeah. Herzlichen Glückwunsch, Ramon Roselli! Du darfst dir deinen Award gerne holen, aber halte Abstand zu den Ladies. Komm zu uns, Ramon. Ramon, komm zu uns ein bisschen hier vorne. Wow. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, Ramon. Wie fühlt sich das an, das erste Gold in den Händen zu halten? Es ist wirklich sehr, sehr schön. Er ist sprachlos und die Tränen... Kann nur Danke sagen an alle da draußen, dass ihr mich so sehr unterstützt und ja, an euch alle danke. Bravo, Ramon. Und weißt du, was das Schönste ist? Bei dir geht's ja jetzt erst richtig los. Ja, das ist ja erst der Anfang. Du darfst heute wieder mit den großen Stars hier auf der Schlagerbühne in unserer Schlagerfamilie stehen. Und das Schöne ist auch, unsere Stars sind heute Abend nicht allein zu uns gekommen. Sie haben auch noch ihre Partnerinnen und Partner mitgebracht. Einen schönen guten Abend, Janaina und Giovanni Zarella. Birgit und Andy Borg. Daniela Katzenberger und Lukas Cornalis. Und Ross Anthony und Paul Reeves. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle heute da seid. Und gleich mal vorneweg, wer hat von euch die meiste Erfahrung in Sachen Ehe? Also wer ist am längsten verheiratet? Ach so, ich dachte, du fragst jetzt am öftersten. Nein. Da kommen wir später dazu. Also ich fürchte, der sich gerade zu Wort gemeldet hat, ist nicht nur der Gesichtsälteste, sondern auch am längsten verheiratet. Oder du zumindest. Wie lange seid ihr schon? Bisschen über 20 Jahre. Über 20, okay. Wow. Also da führt ihr, glaube ich, 15 Jahre. Seit 15 Jahren, genau. Okay. Vier Jahre erst. Also Giovanni und Janaina haben moderiert. Ja, das stimmt. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie ist das eigentlich? Wird man sich im Laufe einer Ehe eigentlich immer ähnlicher? Oder merkt man nach und nach eher die Unterschiede? Also schau uns beide an. Wäre ich jetzt meine Frau, dann wäre das eine Beleidigung. Wie ist das bei euch? Ich finde mit der Zeit, es ist nicht so, dass man sich ähnlich dann so ähnelt, aber man lernt einfach mit dem Macken von dem anderen zu leben und akzeptiert das auch. So, oder man geht einfach aus dem Weg. Das ist so eine Kunst, dass man mit den Jahren lernt. Aber ich liebe dich trotzdem. Ach, das ist lieb. Ah, das geht schon mal richtig schön und romantisch los. Und ich bin mir sicher, wir werden mit euch heute eine Menge Spaß haben. Und es wird auch spannend, denn wir dürfen auch das eine oder andere Geheimnis lüften. Aber jetzt.
Jetzt begrüßen wir erst einmal ein weiteres Paar hier in unserer Runde. Und die beiden, die möchten heute Abend hier bei uns und mit uns allen gemeinsam Hochzeit feiern. Herzlich willkommen, Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross. Anna-Karina Wojcik und Stefan Mross. Dankeschön. Ihr Lieben, kommt zu uns. Ach, wow, wow, wow. Ja, vielen Dank an unsere Kollegen, auf 5634 begeisterte Menschen. Es macht Spaß. Normalerweise, wenn ihr hier bei uns seid, dann singt ihr ja. Ja. Heute habt ihr allerdings ein bisschen mehr vor. Liebe Anna-Karina, mal ganz im Ernst, wie stark ist das Herzklopfen? Also ich kriege eigentlich kaum noch Luft. Ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt und freue mich jetzt auf die Verwandlung zur Braut. Der Stefan darf mich jetzt nicht mehr sehen. Ich freue mich auch auf die Verwandlung zur Braut. Ja. Wir haben also, was anderes. Wir sind sehr aufgeregt. Also Andi, wir kennen Stefan seit einer Ewigkeit. Er tut jetzt noch relativ cool und versucht das ein bisschen zu überspielen. Aber ich glaube, er ist sehr aufgeregt. Ne? Ich spüre das bis daher. Da ist eine große Nervosität da, glaube ich, Stefan, oder? Auf alle Fälle, ja. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, so nervös, ich merke das an deinen Händen. Du bist heute aufgeregt. So nervös habe ich das letzte Mal eigentlich erlebt in unserer Adventsfestshow. Und da schauen wir noch mal ganz kurz rein. Gerne. Ja, 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 da war einiges los. Und jetzt stelle ich euch natürlich die Frage aller Fragen. Möchtet ihr heute Abend mit all euren Fans und mit allen, die euch mögen, hier bei uns heiraten? Die Bühne ist unser Leben, es ist nicht unser Beruf. Es ist wirklich, ich glaube, da spreche ich im Namen vieler lieber Kollegen hier auf der Bühne. Und wenn man das noch zusätzlich teilen darf mit seinen Fans zu Hause, ich denke auch in dieser Zeit mal was Positives auch zu erleben. Genau. Und ich denke, was Schöneres gibt's nicht. Florian, alter Freund, vielen herzlichen Dank, dass wir das heute auch tun dürfen. Es ist alles keine Selbstverständlichkeit. Und einfach mal was Fröhliches zu präsentieren. Ja, wir wollen heute bei dir heiraten. Ja, Dankeschön. Ja. Es ist so. Dann freuen wir uns schon jetzt auf eure Traumhochzeit heute hier in der Schlager Love Story. Und ich würde sagen, wir bringen uns jetzt schon mal in die passende romantische Stimmung. Perfekt. Mit dem Paar, das demnächst seinen 15. Hochzeitstag feiern kann. Giannaina und Giovanni Zarella. Giannaina und Giovanni Zarella. Vielen Dank. Dankeschön. Ich bin immer so aufgeregt. Vielen Dank, Dankeschön. So schön. Ach, ist aufregend, so schön, ihr Lieben. Dankeschön. Ach. Vielen Dank. Giannaina und Giovanni, ich könnte euch beiden jetzt natürlich gemeinsam ganz, ganz viele Fragen stellen. Ja. Aber wir wissen ja schon, dass es viel mehr Spaß macht, wenn man euch getrennt voneinander befragt. Oh nein. Oh. Also wir haben zwei Schreibtische. Der eine Schreibtisch ist etwas unordentlicher, das ist meiner. Und der andere ist unglaublich ordentlich, sieht aus wie aus einem Prospekt, das ist der von Giannaina. Er sammelt einen Monat, zwei Monate lang Belege und dann irgendwann kommt er mit einer Plastiktüte ins Büro. Es ist schon so, dass ich die Belege halt in der Tüte sammle. Steckt die auf den Tisch. Und die dann ergänze mit Belegen, die im Auto rumliegen und im Koffer und im Rucksack. Und dann kommen so Hunderten von Stücke, so Belege und lässt auch liegen und sagt, das ist meine Ordnung. Aber es fehlt nie einer. Also ich bin diejenige, die mich um die Termine kümmere, wie zum Beispiel Bank oder Steuerberater. Sie macht die Termine, aber ich muss die Termine einhalten. Ich bin diejenige, die alle Rechnungen zahle. Ich bin diejenige, die alle Belege und Rechnungen sammle. So Sachen mache ich bei uns. Also Entschuldigung, das mache ich. Meine Frau macht die Termine aus, aber ich muss hingehen. Sie würde nie allein zu so einem Termin gehen. Was er macht zum Beispiel ist, brauchen wir eine Finanzierung fürs Haus oder irgendwas oder mit dem Auto? Und das macht er. Also ein paar Lorbeeren habe ich doch bekommen. Aber so dieses alltägliche Brot, das mache ich. Sonst wären wir verloren. Wir würden keinen einzigen Beleg mehr finden in seine Plastiktüten. Auch in diesem Fall wieder denke ich mir meinen Teil und sage es nicht. Wenn nur ein Keks gäbe, würde ich es. Definitiv bekommt meine Frau den letzten Keks. Ich würde ihre traurigen Augen nicht ertragen. Ich würde netterweise fragen,
möchtest du den Keks in der Hoffnung, dass er Nein sagt oder würde ich es essen? Janaina liebt Süßes so sehr. Und ich würde nur fragen, weil ich höflich bin. Sie würde, wenn man Essen bestellt, immer erst das Dessert essen, aus Angst, dass während man die Hauptspeise isst, die Welt untergeht und sie das Dessert nicht mehr geschafft hat. Mein Mann hat wirklich ein Problem. Meine größte Macke ist, wenn ich im Arbeitsmodus bin, dass ich dann so mit einem halben Ohr nur zuhöre, wenn jemand mir was sagt. Der ist so in seinen Sachen drin, dass ich Sachen erzähle und er automatisch nur macht so aha, aha, aha. Ich sag mal, hat sie mich schon das ein oder andere Mal daran erinnert. Und wenn ich anfangen würde zu erzählen, dass ein Vogel mit einem Elefant ist gerade geflogen, der würde weiterhin sagen aha, 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 der hört gar nicht so. Also das ist ganz schlimm und das macht mich wahnsinnig. Ja. Dann ist das Geheimnis eine glückliche Ehre, würde ich sagen. Traumfahrt, würde ich sagen. Herrlich. Sag mal, welche Aussagen haben euch am meisten überrascht? Oder wart ihr euch, oder seid ihr euch immer so uneinig? Nein, sie ist... Also, komm, schieß los. Nein, ich finde so, wir sind eine gesunde Balance, sagen wir so. Also was einer nicht wirklich so beherrscht, kann der andere ein bisschen besser und so ergänzen wir uns super. Also klar gibt es immer Meinungsverschiedenheiten, aber im Endeffekt würde ich sagen, wir sind echt ein gutes Team. Ja, aber dieses getrennt voneinander fragen würde ich jetzt kein zweites Mal mitmachen. Aber es war so schön. Ja, es war sehr schön. Es war so schön überraschend. Und ich habe jetzt auch noch zwei kleine Überraschungen. Liegt für Giovanni. Und Janaina, habe ich jetzt leider eine traurige Nachricht für alle Schlager-Boygroup-Fans. Jetzt steht es fest. Die Jungs von Feuerherz werden ihre Schlager-Boygroup-Karriere Ende dieses Jahres in unserer Adventsfestshow beenden. Ab 2021 warten auf Carsten, Sebastian, Dominik und Matt nämlich außergewöhnliche Soloprojekte. Es war so eine verdammt gute Zeit mit euch. Danke für alles. Aber jetzt fängt für jeder von uns ein neues Abenteuer an. Lasst euch überraschen und seid gespannt. Ja, mit der Schlager Love Story 2020 beginnt der Feuerherz-Abschieds-Countdown. Und so kurz vor der Schlagerhochzeit des Jahres stellen die vier Jungs natürlich die Frage, wer kann da denn schon Nein sagen? Du siehst in echt noch viel besser aus. Hab viel erwartet, doch du legst noch einen drauf. Wie schön dein Lächeln ist, kommt man auf Fotos nicht erkennen. So viel gelacht hab ich schon lang nicht mehr. In dieser Nacht hab ich kapiert, wie sehr ein Mensch verzaubern kann. Sowas hab ich noch nie erlebt. Es ist Viertel nach vier vor deiner Tür. Setz mich auf den Kaffee hoch zu dir ein. Oh Baby, wegen mir, gerne auch mehr. Es darf keine ganze Kalle sein. Wer kann da denn schon Nein, Nein sagen? Wer kann da denn schon Bye, Bye sagen? Wer kann da denn schon Weg, Weg sehen? Wer kann da denn schon Wieder, wieder, wieder stehen? Wer kann da denn schon Nein, Nein sagen? Wer kann da denn schon Bye, Bye sagen? Wer kann da denn schon Weg, Weg sehen? Wer kann da denn schon Wieder, wieder, wieder stehen? Jedes Wort, das du geschrieben hast, hat mein Verlangen noch weiter angefacht. Ich will dich endlich sehen und wissen, wer du wirklich bist. Das muss es sein, mir sofort ein erstes Date an einem geheimen Ort. Wir tanzen durch den Regen, dein Shirt klebt eng an deiner Haut. Es ist Viertel nach vier vor deiner Tür. Du lädst mich auf den Kaffee hoch zu dir ein. Oh Baby, wegen mir, gerne auch mehr. Es darf keine ganze Kanne sein. Wer kann da denn schon Nein, Nein sagen? Wer kann da denn schon Bye, Bye sagen? Wer kann da denn schon Weg, Weg sehen? Wer kann da denn schon Wieder, wieder, wieder stehen? Wer kann da denn schon Nein, Nein sagen? Wer kann da denn schon Bye, Bye sagen? Wer kann da denn schon Weg, Weg sehen? Wer kann da denn schon Wieder, wieder, wieder stehen?
kann darin schon Nein, Nein sagen. Der kann darin schon Bye, Bye sagen. Der kann darin schon Weg, Weg sehen. Der kann darin schon wieder, wieder, wieder stehen. Ja! Wir begleiten Sie natürlich bis zu Ihrem Abschied in unserer Adventsfestshow. Die Jungs von Feuerherz. Danke. Ja, und jetzt schalten wir mal hinter die Bühne zu MDR-Jump-Moderatorin Sarah von Neuburg, denn sie ist heute Abend unsere Hochzeitsreporterin. Guten Abend, Sarah. Wie laufen die Vorbereitungen? Ja, lieber Florian, ja, hinter der Bühne, da flimmert natürlich die Luft vor lauter Aufregung. Anna hat es ja gerade schon auf der Bühne gesagt, das Herz pumpert ganz, ganz schnell. Und ich glaube, nicht nur wegen heute Abend, sondern weil die letzten Wochen wirklich sehr, sehr aufregend und anstrengend waren. Ich glaube, jeder, der schon mal geheiratet hat, der weiß, was das bedeutet. Ja, es war wirklich natürlich auch eine Riesenrennerei. Und ich meine, jetzt gerade in diesen Zeiten war es auch ein bisschen anders, an verschiedene Dinge ranzukommen. Also auch an die Ringe oder das Kleid war auch noch ein bisschen problematisch. Ich durfte nicht so viele auch mitnehmen zum Brautkleid aussuchen. Wir waren eigentlich insgesamt nur zu dritt und so ein paar Sachen, die dann im Vorfeld noch ziemlich actionreich waren. Aber ihr habt nicht kapituliert. Heute Abend wird geheiratet. Und ich glaube, das müssen wir mal sagen, liebe Zuschauer. Es ist keine Showhochzeit. Heute Abend ändert sich dein Leben und wir dürfen dabei sein. Vielen, vielen Dank dafür. Wir werden dich den Abend über begleiten. Danke euch. Wir gehen jetzt erstmal zurück auf die Bühne. Vielen Dank, liebe Sarah. Dankeschön. Und wir schalten natürlich nachher wieder zu euch. Aber jetzt konzentrieren wir uns erst einmal auf eine weitere Schlager-Love-Story. Sie sind seit 12 Jahren ein Paar. Pauline und Olli P. Die Profi-Eiskunstläuferin aus Ost-Berlin und der Sänger und Schauspieler aus West-Berlin haben sich auf dem Eis kennen und lieben gelernt. Seit 2014 sind sie verheiratet. Auf die guten Zeiten folgen in diesem Jahr plötzlich die schlechten Zeiten. Pauline erkrankt und muss operiert werden. Diese Nachricht traf die beiden ziemlich unerwartet. Denn eigentlich hatten sie geplant, in unserer Schlager-Love-Story-Show zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne zu singen. Ja, zum Glück geht es Pauline mittlerweile wieder ein bisschen besser, aber leider ist sie noch nicht fit genug für einen großen Showauftritt. Und deshalb singt heute Abend Olli P. für seine Pauline und für alle Paare, die gerade eine schwierige Zeit durchstehen, das Lied, das die beiden so sehr verbindet. Kleine Taschenlampe brenn. Dankeschön. Olli P. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist, Olli. Oh, danke. Schön. Olli, wie geht es Pauline? Also ich habe vorhin gehört, dass es hier heute total gut geht, was mich sehr freut, weil die letzten Tage waren relativ schwer. Und gerade dann ist es auch schwierig zu sagen, okay, ich fahre jetzt arbeiten, aber heute geht es ja wirklich gut. Und ich weiß, ich gucke gerade zu und ich liebe dich ganz toll. Och, Mensch. Mensch. Sag mal, welche Bedeutung hat dieses Lied von der kleinen Taschenlampe für euch? Also für mich ist das auf jeden Fall, dieser Song ist für mich Kindheit, gute Welt, schöne Gefühle, 80er, einfach ja eine ganz, ganz wohlig warme Zeit. Und als ich ihr gesagt habe, ich würde den Song gerne auf meinem Album haben, hat sie gesagt, und weißt du was, den singe ich mit dir. Ach. Und das war nicht geplant und ja, und so konnten wir das erste Mal zusammen arbeiten und jetzt weiß sie wenigstens, wie aufgeregt man ist, wenn man im Tonstudio ist. Und ich hätte ihr auch gerne mal gezeigt, wie man aufgeregt sein kann in so einer Fernsehsendung. Aber ja. Sie wollte eigentlich heute live dabei sein, aber es hat jetzt noch nicht sollen sein. Aber beim nächsten Mal. Ja. Und da drücken wir natürlich alle gemeinsam vielen, die Daumen. Und wie du schon sagst, sie guckt jetzt zu. Also liebe Pauline, fühl dich bitte umarmt von uns allen. Gute Besserung und komm ganz schnell wieder zu uns. Dein Applaus von uns allen. Fühl dich umarmt, Pauline. Ich glaube, das tut auch gut mal in so einer Zeit. Ihr hattet es nicht ganz so einfach in den letzten Wochen. Ja, aber generell, wenn man ja gerade auf die Welt guckt, ist es so turbulent. Und ich glaube, jetzt ist es gerade ganz, ganz wichtig, dass man einander zuhört, füreinander da ist. Egal,
wer man ist, was man ist, wie man aussieht, was man glaubt, einfach gemeinsam mit dem Herzen sehen. Vielen Dank, Olli. Ja, und jetzt werden wir alle gleich erfahren, warum heute Abend ein Mann gleich mit 10 Frauen auf der Bühne steht. 10 Frauen. Warum? Weshalb? Er wird es uns gleich selbst erklären. Hier ist Cimino Rossi! Keiner wusste, woher sie kam. Sie tanzte nur. Ihre Schönheit zog jeden Mann auf eine Feuerspur. Nackte Schultern und schwarzes Haar, ich konnte kaum atmen. Doch beim letzten Tanz, er sie verschwand, nahm ich ihre Hand. Und nun, no, 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 Signori. Vergessen wir die Zeit. Ihre Augen erzählten mehr, als wollte je sagen. Und beim letzten Tanz, er sie verschwand, nahm ich ihre Hand. Und no, 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 Signori. Vielen Dank, muchas gracias. Unsere TV-Star-Tänzerinnen und Cimino Rossi. Muchas gracias. Wow. Eine wunderschöne guten Abend. Guten Abend, Cimino. Sag mal, warum wolltest du heute unbedingt mit 10 Tänzerinnen auf der Bühne stehen, obwohl du ja jetzt selbst nicht der begnadetste Tänzer bist? Ich wollte die ein bisschen von Latinoamerika mitzubringen. Aha. Und das ist ein Teil von meiner nächste Tour, das leider müssen wir verschieben für nächstes Jahr, ist September, am 9. September beginnt. Okay. Und das ist ein Teil von meiner neuen Tour, so ist das Leben. Mit viel Temperament, Emotion und viel Ugas. Hast du noch ein bisschen Zeit zu üben, dann kannst du hier auch so richtig dann. Ja, ja, okay. Wir lieben so tanzen mit Jana, mit dir. Das wird dir wieder gefallen. Ja, ja. Hätte ich gewusst, ich hätte ich rot Elf an. Ja. Gerne. Ah. Würde ich einfach dahin gehen mit dir tanzen. Mit full Temperament. Te quiero también. Te quiero. Wer tanzt denn von euch gerne?
Wir tanzen beide sehr gerne, also nicht jetzt professionell, aber ja. Ich hatte wirklich Angst, dass Janina gleich auf die Bühne rennt bei Semi. Das war ja, die war Feuer und Flamme. Ja, du warst kurz davor loszulaufen. Ich war kurz, aber ich habe immer gedacht, ich habe nicht rot an. Aber ist egal, in dem Licht vielleicht, aber hat nicht geklappt. Aber ich weiß, dass Ross richtig gut tanzen kann. Ja, also ich habe einen super Tanzpartner zu Hause, ja. Der Spiegel. Der Spiegel, okay. Also Paul, was wolltest du sagen? Ich kann überhaupt nicht tanzen. Das okay. Tut mir sehr, sehr leid. Aber ich meine, beim Tanzen kommt es ja ganz entscheidend auf die Führung drauf an. Wer ist bei euch zu Hause der Chef, Birgit und Andi? Birgit. Du hast kurz gemeldet. Ich hätte auch mit dir getanzt, nur um das noch schnell loszuwerden. Ja, ja, das werden wir irgendwann erleben. Aber du kriegst die Arme nicht drum. Tut mir leid. Daniela und Lukas, wie ist es bei euch? Wer gibt bei euch die Kommandos? Na, ich sag, wer die Hosen anhat. Okay. Also du so ein bisschen, manchmal ich. Ja, ihr wechselt euch ab. Nein, eigentlich immer du. Okay. Gibt's bei euch, wer bei uns die Hosen anhat? Unsere kleine Tochter. Seit die da ist, hat bei uns niemand was zu melden außer ihr. Und ich glaube, alle Eltern werden das verstehen. Ja. Die Kinder übernehmen irgendwann das Kommando. Man ist chancenlos. Ja. Man macht sich das Leben auch etwas einfacher, wenn die Kinder glücklich sind. Vorher sagt man Happy Wife, Happy Life. Irgendwann wird es die Kinder geben den Ton an. Okay. Wie ist das bei euch? Also gibt es da einen Boss? Jeder würde denken, dass ich das Sagen zu Hause habe, aber stimmt nicht. Paul hat das Sagen zu Hause. Aber nicht, wenn das mit Dekorationen zu tun ist. Das ist seine Aufgabe. Dann darf ich gar nicht machen. Ich darf, genau. Und wenn er mir was sagt, dann ob ich das mache oder das ist ein anderer Sage. Ne? Also, ich bin ja mal gespannt, ob wir irgendwann herausfinden, wer bei unserem Schlagerpaar Christine Stark und Matthias Reim die Hosen anhat und wer vor allen Dingen den Ton angibt. Das wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass die beiden in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Zeit miteinander im Studio verbracht haben, denn Matthias hat für seine Christine und mit seiner Christine ein neues Album produziert. Aus Liebe zu seiner Christine und sie klingt so stark wie nie zuvor. Christine Stark! Hier in der Bar sitzt er neben mir und unsere Partner verschweigen wir. Skurril, was hab ich mir dabei gedacht? Was wäre, wenn, muss ja keiner sehen. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, er nennt sowas Geheimnis einer Nacht. Mädchen, bist du ganz dicht, mach so'n Scheiß nicht. Und meine Seele schreit, spinnst du, das geht hier viel zu weit, spinnst du. Denk daran, dass du alles verlierst, wenn das passiert. Und auch mein Herz erschreit, spinnst du, die große Liebe gewinnst du. Nicht nochmal, wenn du sie heut riskierst, mit Feuer spielst und dir nicht befiehlst, tu es nicht. Die plumpen Sprüche gehen mir zu weit, hier zu verschwinden wird höchste Zeit. Zum Glück ist außer Flirten nichts geschehen. Ich denk an dich ganz allein zu Haus. Hol noch im Fahrstuhl mein Handy raus. My love, ich glaub, ich muss dir was gestehen. Mädchen, bist du ganz dicht, mach so'n Scheiß nicht. Und meine Seele schreit, spinnst du, das geht hier viel zu weit, spinnst du. Denk daran, dass du alles verlierst, wenn das passiert, garantiert. Und auch mein Herz erschreit, spinnst du, die große Liebe gewinnst du. Nicht nochmal, wenn du sie heute riskierst, mit Feuer spielst und dir nicht befiehlst, tu es nicht. We'll be right back.
fühlst, tu es nicht. Wow! Spinnst du, Christine Stark! Wow! Ja, vielen Dank, Christine. Sehr, sehr schön. Ja, unsere Hochzeitsreporterin Sarah von Neuburg ist ganz nah dran an den Hochzeitsvorbereitungen für die Schlagerhochzeit des Jahres. Und deshalb schalten wir jetzt mal wieder kurz hinter die Bühne. Sarah, wie läuft's hinter der Bühne? Ja, nachdem ich ja gerade die Braut besucht habe, bin ich jetzt beim Bräutigam. Und eins kann ich schon mal versprechen, der wuselt hier wie ein Verrückter rum. Lieber Stefan, was machst du da noch? Ja, das kennt ihr Frauen nicht. Ne? In so Hemden haben wir noch so ein bisschen Papier drinnen und Nadeln und alles Mögliche. Und das muss ich jetzt noch ein bisschen aufbügeln hier. Und kennst du so... Pff, natürlich, ja klar. Das hänge ich dann hier auf und dann muss ich das Hemd noch bügeln hier. So, ja. Also da sehen wir auch, Stefan ist nur ein Bräutigam wie jeder andere, muss sich am Ende selbst um sein Outfit kümmern. Aber ich habe noch ein Riesenproblem. Ich weiß noch nicht, wer mir die Krawatte bindet. Weil, liebe Zuschauer, also ich habe noch nie in meinem Leben... Entschuldigung, ist das schlimm? Noch nie eine Krawatte gebunden. Du wirst es selbst machen müssen. Du weißt, 1,5 Meter Abstand. Wir können dir nicht helfen. Das wäre eine lustige Krawatte. Aber ich sag mal, untenrum wird da auf jeden Fall schon mal gut aussehen. Das hier habe ich nämlich entdeckt. Diese schicken Schuhe, die doch einiges versprechen für heute Abend. Aber tatsächlich, das Kleid der Braut wird im Mittelpunkt stehen. Hast du noch nicht gesehen? Nein. Wir werden uns alle gemeinsam dann überraschen lassen. Ja, ich habe mir die Schuhe heute noch selber lackiert. Es läuft alles nach Plan. Also, kein Grund zur Aufregung. Wir sind noch relativ ruhig, auf jeden Fall tut er so. Die letzten Vorbereitungen laufen und wir freuen uns sehr auf diesen großen Moment, der ja wirklich jetzt nicht mehr lange bis hin ist. Bis gleich, Florian. Vielen Dank. Ja, das Ja-Wort rückt also langsam näher. Und das Ja-Wort haben sich Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis bereits vor 4 Jahren gegeben. Inzwischen sind sie aber zu dritt, denn aus dem Ehepaar wurde eine kleine Familie. Und heute in der Schlager-Love-Story singen sie zum ersten Mal alle drei zusammen. Daniela, Lukas und ihre kleine Tochter Sophia. Wow. 1, 2, 3, Family! Dankeschön! Dankeschön! Daniela Katzenberger, Lukas Cordalis und ihre Tochter Sophia. Dankeschön! Dankeschön! Danke euch, ich danke euch. So ein schöner Song, der macht richtig gute Laune. Also Lukas, zuerst hast ja du gesungen bei den Schlager-Champions in Berlin im Januar. Genau. War dann Daniela zum ersten Mal mit dabei? Ich wurde so eingebaut, ja. Ja, heute die Tochter Sophia, demnächst dann die Schwiegermutter oder was habt ihr vor? Ich glaube, 3 ist erstmal genug. Okay, okay. Aber wie war das für euch, also so eine musikalische Zusammenarbeit? Hat das gut funktioniert, Daniela? Nee, also dadurch, dass wir ja verheiratet sind, war es umso schwieriger, weil ja so das Private und das Berufliche zusammengemischt wurde in dem Tonstudio und ich bin da manchmal echt durchgedreht. Man muss auch sagen, meine Frau ist oft ein sturer Esel. Ja, ja, ich bin ja sehr perfektionistisch und ich will ja dann auch, dass es geil klingt, wenn wir schon mal hier bei dir sind in der Show. Und ja, ich war so nervös. Aber es war großartig. Dankeschön. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch, dass ihr da jetzt schon so ein bisschen offen ausgeplaudert habt, was da so los war. Das war noch quasi die offizielle Variante. Jetzt wird es noch ein bisschen geheimnisvoller, denn auch euch durften wir erfreulicherweise getrennt voneinander befragen. Um Gottes Willen. Ordnungsliebend sind wir beide. Lukas ist so der typische Mann. Der schmeißt seine Socken rum, der lässt seine Bartstoppeln rumliegen. Hätte mir das denken können, dass sie auf die Frage, wer ordentlicher ist, natürlich sagt, dass sie ordentlicher ist. Wobei er immer behauptet, ich wäre die Unordentliche. Jeder hat so seine eigene Meinung. Ich bin halt so eine Nachteule und ich fange dann nachts um 2 fange ich an, die Burg aufzuräumen. Süß. Vielleicht macht sie das ja wirklich. Ich bin der festen Überzeugung, dass Lukas denkt, dass es die Mainzelmännchen gibt. Da bin ich mir fast sicher. Vielleicht ist sie so wie so ein Wichtelmännchen, die nachts alles wegräumt. Und morgens steht er auf und es ist sauber. Und dann denkt er auch noch, er war's. Was habe ich für eine tolle Frau? Ich kann zum Beispiel nie auf der Couch so chillen und Fernsehen gucken, wenn ich weiß, dass in der Küche alles aussieht wie Sau. Wisch da mal alles nochmal durch, aber wirklich 5-mal am Abend hintereinander. Also eigentlich bin ich fast schon dankbar, dass er seinen ganzen Krempel rumliegen lässt. Das ist ja auch eine Art Meditation. Nein. Das sei ihr dann auch immer gegönnt. Mit Lukas bin ich immer so ein Saustall hinterlassen würde. Hätte ich gar keinen Grund abzuschalten. Jetzt kommt's raus. Lukas hat ja so eine Teebeutelkrankheit. Mit den Teebeuteln. Das ist auch nichts Sexuelles oder Versautes. Das ist auch wirklich der Teebeutel an sich.
Ja, das höre ich immer wieder von ihr. Den lässt er überall rumliegen. Dein Teebeutel. Ich weiß nicht, wo ich die Dinger schon rausgefischt habe. Ich liebe einfach grünen Tee. Aus dem Waschbecken. Und egal, wo ich stehe und gehe, mache ich mir eine Tasse. Da habe ich mich auch gefragt, was er damit macht. Was macht er denn im Bad morgens mit einem Teebeutel? Und so nach 3 Minuten muss das verdammte Ding eben einfach aus der Tasse raus. Und dann lege ich es halt auch mal auf den Tisch oder irgendwo, wo es nicht hingehört. Manchmal will man auch Sachen einfach nicht wissen. Und da kommt sie dann angeflitzt und sagt, immer lässt du deinen Teebeutel rumliegen. Aber ich räume sie dann noch weg. Morgenmuffel ist unbestritten Dani. Lukas ist furchtbar gut gelaunt morgens, was für mich total schlimm ist, weil ich vor den ersten 5 Kaffees nicht ansprechbar bin. Ich habe mir auch abgewöhnt, morgens irgendetwas zu sagen, weil es immer zu Streit führt. Ja, der fängt schon morgens um 4 an mit seiner guten Laune. Das finde ich total furchtbar. Ein guten Morgen ist dann schon eine Provokation. Singt Anita quer durch die Küche und ist gut gelaunt. Dani ist schon ein richtiger Morgenmuffel. Lukas braucht länger im Bad. Nee, ich brauche wirklich gar nicht lange im Bad. Lukas hat ja auch eine Menge Haare, ne? Das ist ja auch Grieche, der hat überall Haare. Da hat sie nicht die Wahrheit gesagt. Ich bin so flink. Mhm. Lukas größte Macke ist, dass man mit ihm nicht streiten kann. Da hat sie recht. Also ich streite, aber alleine. Weil ich weiß, das meiste ergibt sich von alleine, das verfliegt ganz schnell. Ich streite mit Lukas und der macht nie mit. Das heißt, ich weiß natürlich auch, dass sie dann noch wütender würde. Und das ist auch schlimm. Deswegen versuche ich so einigermaßen das Thema dann aufzugreifen, es ein bisschen auszudiskutieren. Klar ist es schlimm, wenn ein Mann ständig mit dir streitet, aber es ist fast noch schlimmer, wenn der Mann nicht mitmacht. Aber am liebsten würde ich echt einfach sagen, okay, tschüss, ich habe jetzt was zu tun oder lass uns heute Abend drüber reden. Ja. Herrlich! Habt ihr dem noch etwas hinzuzufügen? Ich glaube, meine Frau hat alles über mich ausgeplaudert, was peinlich ist. Nee, ich habe den Teebeutel tatsächlich letztens aus der Waschmaschine gefischt. Du immer mit deinem Teebeutel. Wie kriegt man sowas hin, Florian? Hey, wie ist es bei euch? Ihr trinkt doch auch viel Tee wahrscheinlich, ne? Hast du die in der Hosentasche gehabt? Was macht ihr damit? Räumt ihr das immer gleich weg? Genau, in den Mülleimer. Ja, aber das nimmt doch die ganze Gemütlichkeit. Vielen Dank. Aber Lukas, ich hätte eine Idee. Probier es einfach mal mit einem Kaffee in der Früh. Dann ist doch alles erklärt. Dann wird es doch ein bisschen leichter. Aber jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Könntet ihr euch vorstellen, jede Nacht und jeden Tag ohne Unterbrechung zusammen zu sein? Du, ehrlich gesagt, hat sich in den letzten Monaten bestätigt, dass das super funktioniert. Wir waren ja durch Corona in Spanien total eingeschlossen in der Wohnung, in Quarantäne. Und da hat es eigentlich sehr, sehr gut geklappt. Ich bin ab und zu ins Auto und habe mich da eingesperrt und Radio angemacht, dann ging's. Dadurch, dass die Schulen ja auch zu sind, ist unsere Sophia auch daheim. Ja, ging so. Es ging so. Also es gibt ein Paar in unserer Runde. Die sind tatsächlich seit über einem Vierteljahrhundert. Jeden Tag und jede Nacht zusammen, ohne Unterbrechung. Birgit und Andy Borg. Birgit, das stimmt, ne? Und Andy, also sind über 25 Jahre, jeden Tag, jede Nacht. Ja, stimmt. Wahnsinn. Ja, aber es geht. Du hast es gerade gesagt. Ja, aber zwischen 3 Monaten und 25 Jahren ist noch ein Unterschied. Naja, wir haben ja nie gesagt, dass du im Auto geschlafen hast. Gute Idee übrigens. Haben wir auch ein paar Mal. Ja, aber auch gemeinsam. Ja. Die schlafen also nicht gemeinsam im Auto. Ihr wart immer zusammen und das bedeutet logischerweise, Birgit, du weißt alles über deinen Andi. Birgit weiß immer, was er gerade macht, was er gerade plant, was er gerade tut. Und logischerweise weißt du jetzt auch, welches Lied er singt. Nämlich? Ja. Nämlich? Ja, siehst, jetzt ich will deinen Tränen weinen. Nee. Tja. Nee, das ist falsch. Ich will kein. Nee. Da bist du ausnahmsweise falsch informiert. Denn. Jetzt tut es mir fast schon wieder leid. Es tut dir leid. Lieber Andi. Das gibt. Hat heimlich hinter deinem Rücken mit unserem Team telefoniert. Oh. Ja, wirklich, Birgit. Ganz heimlich hat Andi mit unserem Team telefoniert und eine Überraschung für dich vorbereitet. Er möchte dich in unserer total verliebten Show mit deinem Lieblingstitel überraschen. Birgit hat ein Lieblingslied von mir, das kennt keines, das kennen nur ganz wenig Menschen. Ich hab's noch nie im Fernsehen gesungen. Er hat Birgit ausnahmsweise mal nichts verraten. Sie organisiert weiter ahnungslos mit unserem Team einen Auftritt mit einem völlig anderen Lied. Wahnsinn!
Birgit ist jetzt ein bisschen nervös geworden, man merkt. Verzeihst du ihm diese Heimlichkeit, Birgit? Das kommt drauf an, welches Lied jetzt kommt. Es kommt ein sehr schönes Lied. Ich muss dazu sagen, Birgit hat viele Lieblingslieder. Ja, aber die sind alle von den Flippers, von Nino De Angelo, von, weißt du? Aber jetzt kommt eins von dir. Und das singt Andi nur für dich. Lass mich. Ihr könnt aber zuhören. Nicht untergehen. Echt? Oh! Weil ich die einfach mag, darum denke nur an dich den ganzen Tag. In meinem Herzen, da bist nur du und sonst niemand auf der Welt, das kannst mal glauben. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte der Himmel sein. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich bin noch da für dich. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Weil du was Besonderes bist, darum weiß ich ganz genau, es gibt nur dich. Und dann träum ich von dir und mir, und dass wir zwar glücklich sind in dieser Nacht. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte der Himmel sein. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich bin doch da für dich. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich will doch bei dir sein. Komm, leg den Arm um mich und sag ihm morgen nur die, das könnte der Himmel sein. Lass mich nicht untergehen, lass mich nicht stehen im Regen, ich bin noch da für dich. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Ich hab dich einfach gern, das sollst du immer spüren, ein ganzes Leben lang. Mein Gott. Birgit und Andi Borg, das ist wirklich eine Schlager-Love-Story. Und eine Premiere. Ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich das geheim halten konnte, weil Birgit heute die ganzen Termine macht, alles bestimmt, alles, was ich singe, jedes Lied. Nein, stimmt nicht. Aber sie weiß heute einfach alles und ich finde das super, dass ich das jetzt beweisen kann, dass auch ich was ganz alleine machen kann, was ihr Freude macht. Yeah! Und du hast großartig geplant und jetzt freuen wir uns natürlich darauf, was uns die beiden erzählt haben, als wir sie ausnahmsweise mal getrennt voneinander befragt haben. Kurzem hat er zu Hause gekerchert, die Terrassen, und dann steht irgendwo wieder ein Herz auf irgendeiner Treppe, also das Schmutzherz, das übrig geblieben ist. Als ich das erste Mal gemacht habe, hat meine Frau gesagt, du hast hier etwas vergessen, und weil man es nicht so gut erkannt hat. Ja, das ist aber schon sehr lange her.
so kann man auch aus einem schmutzigen Boden was Schönes draus machen. Sein alter Romantiker. Über das Fernsehprogramm entscheidet Birgit und über das Fernsehprogramm entscheide ich. Andi schaut sich seine Filme und Serien alle mit Kopfhörer an. Birgit schaut ganz wenig fern und die liest ja. Und wenn wir was zusammen schauen, das suche ich aus. Ja, ist so, genau. Weil ich seine Science-Fiction oder Märchen oder Raumschiff Enterprise-Sachen nicht schauen möchte. Raumschiff Enterprise, das guckt Avatar, sie nicht. Nein. Avatar, die guckt Raumschiff auch nicht, Enterprise. Findet Nemo. Nein. Das ist traurig eigentlich. Wir führen prinzipiell keine Diskussionen. Ums letzte Wort geht's gar nicht so. Den Heiratsantrag gemacht. Ganz romantisch. Alte Schule. Auf den Knien. Und in Thailand habe ich versucht, Knödel mit Soße, weil das isst sie am liebsten, zu organisieren. Reis und Curry oder so, und das ist ja überhaupt nicht meins. Hat nicht ganz geklappt. Nudeln mit Soße hat er, Knödel hat er keine bekommen in Thailand. War aber auch egal, weil wir haben dann beide nichts mehr gegessen. Ganz, ganz romantisch. Das war so kitschig, aber das ist mir gut gelungen. Ich mache nicht viele gute Sachen, aber dieser Heiratsantrag, und das hat ja ziemlich lange gehalten. Ein bisschen italienisch, oder? Ein bisschen italienisch, ja. Molto bene, ja. Also, ihr seid euch eigentlich fast immer einig, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, und wenn nicht, ist sich Birgit einig. Ist ja auch was wert. Natürlich. Sie sagt an, du erfüllst und dann ist alles gut. Ja, so, wer hat das gerade gesagt? Du hast gesagt, deine Frau macht die Termine, aber wer macht die Termine? Wir machen die genau Termine. Genau das, bitte, Andi. Aber wenn aber ich mich vereinbaren, dann findet nichts statt. Das ist das Problem. Das ist auch richtig. Bei mir ist es so, Birgit muss dann auch dorthin, wo sie mich hinfahren. Da habe ich einen Vorteil. Ach, herrlich. Also man merkt aber, ihr versteht euch blind, wir kennen uns schon so lange und ihr seid eben unzertrennlich. Das ist sehr, sehr schön. Nicht jede Schlager-Love-Story kann aber logischerweise so harmonisch verlaufen wie eure. Es gibt auch ein bisschen turbulentere Schlager-Love-Stories. Wir kennen zum Beispiel alle die Schlager-Love-Story von Michelle und Matthias Reim, die zu großen Hits geführt hat, wie zum Beispiel Du Idiot. Ja, und die beiden haben auch bekanntlich eine gemeinsame Tochter. Marie Reim stand 2012 zum ersten Mal auf unserer Festeshowbühne. Damals überraschte sie ihre Mutter Michelle. 3 Jahre später überraschte sie uns alle dann mit einem emotionalen Duett. Auch Papa, Matthias Reim, ist natürlich stolz auf seine Tochter. Ja, das kleine Mädchen von einst ist inzwischen längst eine junge Frau. Und diese junge Frau ist jetzt extrem nervös vor ihrem ersten großen Fernsehauftritt mit ihrem Song aus ihrem ersten Album 14 Phasen. Toi, 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 Marie Reim. Du dachtest dir zu unserem ersten Date, komm ich alleine. Doch meine Freundin hatte heute nichts vor und steht jetzt hier an meiner Seite. Es trifft dich hart, ich seh's dir an, denn damit hast du nicht gerechnet. Nicht gerechnet. Mega süß, du machst auf cool, doch das gelingt dir. Ich
Ich bin bei dir, halte mich dich selbst, denn ich bin voll verliebt. Weil das Mädel so macht. Marie, du hast die Premiere geschafft. Gratuliere. Oh ja, ich war so aufgeregt. Das kann ich mir vorstellen. Liebe Marie, du kennst logischerweise auch die Schattenseiten eines Lebens vor der Kamera. Mhm. Warum wolltest du trotzdem unbedingt und solange wir uns kennen, schon immer mal selbst auf die Bühne? Ich glaube, das war schon sicher, dass ich auf die Bühne gehe, bevor wir uns kennen. Seitdem es mich gibt, hat es mich auf die Bühne gezogen. Mhm. Alleine durch Serien, durch Filme, durch amerikanische Stars. Es hat mich immer dahin gezogen, bis ich dann halt auch glücklicherweise durch meine Eltern mal mit auf Konzerte gehen konnte. Ja. Und auch da habe ich mich, wenn noch kein Künstler auf der Bühne war, aber das Publikum schon saß, heimlich durch den Vorhang auf die Bühne geschlichen, einmal verbeugt, bis alle applaudiert haben und bin dann wieder zurückgehuscht. Es hat mir einfach gefallen. Das habe ich dann so 10-mal gemacht und deswegen war klar, dass ich früher oder später auch glücklicherweise auch hier lande. Sehr schön. Ja, wir freuen uns, dass du heute hier bei uns bist. Hast du denn für diese große TV-Premiere irgendeinen Glücksbringer dabei heute? Ich habe ganz, ganz viele Glücksbringer dabei. Das sind heute ganz, ganz viele Menschen, die ich sehr, sehr liebe, die mir sehr nahe stehen, die alle zugucken und mich mit ihrer ganzen Energie durch diese Show tragen. Deswegen habe ich das auch gut gemacht, glaube ich. Du hast sehr gut gemacht. Ja, und wir wünschen dir, dass diese Glücksbringer immer an deiner Seite bleiben, liebe Marie. Habt ihr den Glücksbringer dabei? Glücksbringer nicht direkt, aber ich ziehe mal so eine Woche vorher meine Socken nicht aus und ich behalte die einfach immer an und das bringt mir dann am Tag, wenn es darauf ankommt, viel Glück. Okay, du die Socken, ich die Unterhose. Wie sieht's bei euch aus? Ich habe einen Teebeutel dabei. Oh, das auch. Gibt's bei euch Glücksbringer? Ich habe ein Portemonnaie immer so gemalt von den Kindern. Das habe ich immer dabei. Ich habe keinen Glücksbringer, aber halt Rituale, sodass man nochmal kurz in sich geht, nochmal beten, nochmal, dass alles gut geht. Bei dir hat's toll geklappt, Marie. Wirklich schöne Auftritte. Dankeschön. Auftreten. Ja, es gibt ja einen Mann heute in der Schlager Love Story, der hat gleich 10 Glücksbringer mitgebracht. Nämlich 10 rosa Einhörner. Wer könnte das sein? Rossi! Natürlich, Ross Anthony! Ach, mein Gott! Unser Ross Anthony und unsere Einhörner. Ach, ist das schön. Ich muss sagen, Florian, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. Ich auf eine Bühne mit pink Einhörnern. Ja, und einem Einhörner. Das ist der Wahnsinn. Ist in die Luft ausgegangen. Oh. Ach, Mensch, das hat sich so angestrengt, das Einhörnchen. Lieber Ross, warum bist du eigentlich so ein großer Einhorn-Fan? Ich meine, auf unserer gemeinsamen Tournee, da gehst du ja teilweise sogar mit Einhorn-Perücke auf die Bühne. Ich glaube, wir haben da sogar ein Bildchen vorbereitet. Was fasziniert dich so an Einhörnern? Ich wollte immer als Kind ein Einhorn haben. Ne? Ja? Ich habe immer jede Weihnachten so immer Autos bekommen, weißt du, und irgendwelche andere Spielzeuge. Ja. Bis meine Mama irgendwann kapiert hat und mir gesagt hat, es gibt keine Einhörner. Aber ich, ja, bitte. Aber nee, ich finde es einfach nur, es ist bunt. Weißt du, man kann Spaß haben. Ja. Und das ist, was wir momentan brauchen. Wir wollen unbedingt, wenn man das Fernsehen anmacht, wir wollen einfach nur mittanzen, Spaß haben und den Abend genießen. Ja, und Spaß haben wir. Mit euch hat man immer Spaß. Teilst du diese Leidenschaft mit Einhörnern, Paul, oder ist das eher nicht so dein Ding? Schau mal, nee, nicht wirklich. Ich fühle mich manchmal wie dieser Einhorn ohne Luft.
unter dem Tisch. Ey, das war echt gut. Das war echt gut. Das war wirklich gut. Oh mein Gott, der ist so witzig. Ja, der ist sehr lustig. Und wir waren natürlich neugierig und wollten wissen, wie gut ihr euch ansonsten so versteht. Und deswegen haben wir natürlich auch euch getrennt voneinander befragt. Okay. Also Paul schnarcht auf jeden Fall viel mehr als ich. Ich schnarfe sehr viel, leider. Aber so laut. Es ist so schlimm, dass manchmal die Hunde gehen weg. Das stört ihn total. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ne? Aber einmal hat er so tief geschlafen und so geschnarcht, dass ich ihm richtig den Ellbogen gegeben hat. So. Und er ist aufgesprungen und hat gedacht, dass er gegen irgendwas kämpfen muss. Ich träume auch viel. Der war am Bett so am... Und ich habe gedacht in meinem Kopf, dass das war ein Kampf. Und dann ist er wieder hingelegt und dann ist weitergeschlafen und weiter geschnarcht. Also Paul dekoriert überhaupt nicht. Und Ross macht alles. Er macht nichts an Dekoration. Ich darf gar nicht zu Hause dekorieren. Und er hat einmal versucht und das war so eine Katastrophe. Gar nicht. Und er stellt Sachen zusammen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Ne? Ich bin wirklich der Deko-Fee zu Hause. Bei uns zu Hause gibt es für jedes Jahr Zeit, viel zu dekorieren. Das einzige Ding, was er hingekriegt hat, ist, dass das alles jetzt reduziert wurde. Ne? Nach fast 20 Jahren hat er das auch mitgekriegt, dass es besser wenige Sachen zu haben. Er sagt, weniger ist manchmal mehr. Sieht schön aus. Er hat anscheinend doch recht. Es ist nicht so oft, dass Ross sagt, dass ich recht habe. Schwer, dass ich das sagen muss, aber er hat recht. Kosenamen. Also, ich sage zu Paul immer Pauli Borli. Ich mag das nicht einfach. Was sagt er zu mir? Wenn ich Ross ärgern möchte, dann ich sage Anthony. Oh, Anthony, ja. Und er hasst das total. Er sagt immer, komm hier, Anthony. Wir spielen auch Tennis und Badminton. Ich bin ein besser Badminton-Spieler und Ross ist ein besser Tennisspieler. Nee, das glaubt er einfach. Ich spiele Tennis und Badminton besser als er. Er will immer die Beste sein und immer der Gewinner sein. Also das Problem ist, Paul hat einmal gegen mich gewonnen und seitdem läuft er rum und sagt alle, dass er alles gewinnt. Das stimmt überhaupt nicht. Und er sagt natürlich, dass er besser als ich ist. Ich bin der bessere Tennisspieler und Badmintonspieler, weil ich bin viel mehr konzentrierter als er. Ist nicht wahr. Aber ich könnte mein Leben ohne Paul nicht vorstellen und er ist das Beste, was in meinem Leben passiert ist. Es ist nie langweilig bei uns und das hält die Liebe bei uns ganz stark. Er ist nicht nur mein bester Freund oder mein Ehemann, er ist wirklich mein Alles. Oh. Oh, dankeschön. So schön. Ja, und ihr habt es schon gesagt, bei euch wird es definitiv nicht langweilig zu Hause, oder? Nee, überhaupt nicht. Nein, nie. Es ist immer etwas los. Also immer. Also man merkt auch nachts, ne? Wie er rumspritzt. Springt, wollte ich sagen. Ich wollte springen sagen, wirklich. Ja, wir verzeihen dir das. Ausländer, ich kenne das. Also, ja. Wir beherrschen das Deutsch nicht perfekt. Ja. Das sind ja Einhörner, zu viele Einhörner zusammen, das wird nicht Engländer, gut. Der ist Engländer. Anthony! Oh mein Gott, also nach... Wirklich nicht sagen, glaub mir bitte. Ja, ich glaub's dir, es ist dir eben rausgerutscht, das passiert eben mal. Was soll man machen? Es war aber lustig. Carina, ich kenne ihn. Also, das ist immer so bei den beiden, das ist egal, ob ihr privat oder bei der Arbeit, das ist immer so, endet immer so. Ja. Ich versuche jetzt mal wieder ein bisschen seriöser zu werden. Nach dem Mann und nach dem Sänger in den bunten Anzügen kommen wir nämlich jetzt zu dem Mann in den eleganten Anzügen. Also seine Spezialität sind die geheimnisvollen Schlager-Love-Stories. Er lässt das Wort Begehren buchstabieren. Er lässt seine Fans verbotene Träume erleben. Er besingt Extreme und Affären. Herzlich willkommen, Roland Kaiser! Ich wach gern neben dir auf. Alles so schön vertraut. Wir haben so unendlich viel
zusammen durchgemacht. Wir waren selten allein, uns fehlte manchmal die Zeit. Wann haben wir das letzte Mal denn nur an uns gedacht? Ich hol die alten Bilder raus, das Leben sah damals wilder aus. Komm, wir holen uns ein kleines Stück zurück. Lass uns die Zeit verschwenden, alte Gefühle neu erfinden. Lachen, weinen, singen bis in die Nacht. Lass uns zu zweit verschwinden und dann mit unserem Glück betrinken. Lachen, weinen, singen bis in die Nacht. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Das rote Kleid steht dir gut. Schau dir beim Anziehen zu. Wir beide haben ein Gefühl wie in der ersten Nacht. Wir waren zu leise, nicht laut. Doch damit hören wir jetzt auf. Wir beide wollen doch nicht viel, nur dass die Sehnsucht erwacht. Wir hören die alten Lieder an, die als wir frisch Verliebte waren. Komm, wir holen uns ein kleines Stück zurück. Lass uns die Zeit verschwenden, alte Gefühle neu erfinden. Lachen, weinen, singen bis in die Nacht. Lass uns zu zweit verschwinden und dann mit unserem Glück betrinken. Lachen, weinen, singen bis in die Nacht. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Bis in die Nacht. Lass uns zu zweit verschwinden und dann mit unserem Glück betrinken. Lachen, weinen, singen bis in die Nacht. Das haben wir lang nicht mehr gemacht. Dankeschön. Danke sehr. Roland Danke Kaiser. Dankeschön. Lieber Roland, es fühlt sich an, als hätten wir uns ewig nicht gesehen. Umso schöner ist es, dass wir uns heute Abend wiedersehen. Genau wie du, ja. Schön, dass du bei uns bist, Dankeschön. Roland. Sag mal, wie hast du die Zeit zu Hause genutzt? Ich habe die Zeit genutzt, indem ich mich Dinge vorbereite fürs nächste Jahr, die ich jetzt machen kann, weil dann bin ich nur unterwegs, so wie du auch auf Tournee. Und habe mich gesundheitlich betätigt, viel Sport gemacht und gesund gelebt. Sehr gut. Lieber Roland, du bist ja nicht nur der Kaiser, du bist sozusagen auch der Präsident unter den Schlagerstars. Findest du ja. Definitiv, denn du findest immer die richtigen Worte. Was hast du uns in dieser ganz besonderen Zeit zu sagen? Ich würde sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden, wie verantwortungsbewusst und maßvoll unsere verantwortlichen Politiker umgegangen sind mit der Krise. Jetzt, finde ich, sind wir dran, verantwortungsvoll und maßvoll umzugehen mit den Freiheiten, die wir haben, nämlich Abstand halten, Maske tragen und sehen, dass wir von dieser Krankheit wieder runterkommen. Lieber Roland, ja. Es gibt eigentlich seit Jahren keinen Sommer mehr ohne deine Kaisermania in Dresden. In diesem Jahr kann sie logischerweise nicht Natürlich stattfinden. Nicht, nee. Was plant ihr? Also was habt ihr dann vor? Wir wollen eine Countdown-Sendung machen. Das heißt, ich werde mich dann nach Dresden begeben und mit Kollegen plaudern. Und dann bringen wir Höhepunkte aus den letzten Jahren und gucken, uns auf nächstes Jahr zu freuen. Dann könnten wir uns doch auch jetzt schon ein bisschen in das nächste Jahr träumen. So, wir stellen uns vor, Kaisermania 2021. Die ganz großen Hits von dir. Wäre das möglich? Das wäre möglich, ja. Dann singen wir alle mit dir. Okay, Roland danke, Kaiser. Danke dir. Schachmatt durch die Damen spielt. Schachmatt,
weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verliere. Die Fahrt bringt mich um den Verstand. Dame im Spiel, Schachmatt, weil sie mir so gefiel. Schachmatt, denn sie spielte sehr klug. Schachmatt packte mich Zug um Zug. Sie siegt, dachte ich mir, sie spürt, dass ich verlieh. Die Frau bringt mich um den Verstand. Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Stränden hielt ich ihre Jugend in den Händen. Glück, für das man keinen Namen kennt. Sie war ein Kind der Sonne, schön wie ein erwachender Morgen. Heiß war ihr stolzer Blick und tief in ihrem Innern verborgen brannte die Sehnsucht, Santa Maria. Den Schritt zu wagen, Santa Maria. Mädchen bis zur Frau. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, niemals mehr hat ich so empfunden, wie im Rausch der nächtlichen Stunden, die Erinnerung sieben nie vergeht. Bravo! Vielen Dank, liebe Kollegen. Dankeschön. Bye-bye. Ciao. Vielen Dank, Roland Kaiser. Dankeschön. Wow. Vielen Dank, lieber Roland. Großartig. Ja, die Vorbereitungen für die Schlagerhochzeit des Jahres in unserer Schlager Love Story Show laufen natürlich weiterhin auf Hochtouren. Und ich vermute mal, die Nervosität beim Brautpaar wird von Minute zu Minute ein bisschen größer. Aber erfreulicherweise wird unser Brautpaar ja heute bestens unterstützt von unserer Hochzeitsreporterin Sarah von Neuburg. Sarah, wie läuft's? Geht alles seinen Weg? Ja, da bist du selber ganz nervös, Florian. Ja. Beim Thema Hochzeit. Ja, ja, das haben wir gerade schon gehört. Hier hinter mir, da hängt es, das größte Geheimnis des Abends, das Kleid von Anna. Und wir haben das versucht, so ein bisschen abzuhängen, weil das darf natürlich auf gar keinen Fall der Bräutigam vorher sehen. Der übrigens ist ja sehr beschäftigt gewesen, damit sein eigenes Hemd zu bügeln. Und jetzt fragen wir mal die Braut. Ihr seid auch noch schwer beschäftigt. Hier wird noch Hand angelegt, ja? Ja, also die größte Veränderung ist jetzt natürlich, sind die Haare gleich, die ich dann gemacht bekomme. Und jetzt natürlich die letzten Züge hier, Make-up und ja, ich kann schon kaum noch sprechen. Ich bin tierisch aufgeregt. Ja, Aufregung gehört natürlich dazu. Gibt es denn einen Moment, wo du mal gesagt hast, oh, ich bereue das, das wird mir alles zu viel? Oder ist es trotzdem so, dass du sagst, ich möchte das machen, ich freue mich und zwar jede Sekunde? Jede Sekunde, also seit dem Moment, als es feststand, dass es heute soweit sein wird, am 6.6.2020, zähle ich die Tage zurück und bin einfach nur dankbar, dass wir das jetzt gleich machen dürfen, ja? Wir haben gehört, die Kaisermania ist abgesagt worden. Ja. Ihr habt gesagt, ihr zieht eure Hochzeit trotzdem durch. Wie schwer war denn der Entschluss zu sagen, auch in diesen besonderen Zeiten werden wir das machen?
Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, weil die Liebe wirklich die größte Macht dieser Welt ist. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres und nichts Schöneres als die Liebe, gerade jetzt in diesen Zeiten, dass wir zusammenhalten. Und genau das feiern wir den ganzen Abend hier hinter der Bühne, aber natürlich auch auf der Bühne. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Musik gegen die Aufregung hören. Vielen Dank für diesen Zwischenstand, liebe Sarah. Ja, ein bisschen Zeit habt ihr noch, denn jetzt beschäftigen wir uns erst einmal mit einem ganz anderen Paar. Er ist einer unserer international erfolgreichsten Sänger, Thomas Anders. 2018 hat er einen neuen Duettpartner gesucht und ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich gefunden hat. Schon die Reaktionen auf unseren ersten gemeinsamen Schlager haben uns beide sehr überrascht. Wir haben daraufhin ein zweites Duett aufgenommen und dachten, danach ist Schluss. Aber die Resonanz hat uns erneut überrascht, sodass nun alles ganz anders kommen musste als geplant. Wir beide haben ein komplettes Album zusammen aufgenommen. Ja, es ist für mich immer wieder eine große Ehre, mit ihm gemeinsam singen zu dürfen, denn er ist ein Weltstar. Und es macht auch immer wieder wahnsinnig viel Spaß mit Thomas Anders. Und deshalb kann ich ihn nur auffordern, versuch's nochmal mit mir. Gescheitert, mit uns geht es nicht weiter. Okay, das hab ich kommen sehen. Wir haben so lang geschwiegen, vergessen uns zu lieben. Hast recht, so kann's nicht weitergehen. Aber ich würd lügen zu sagen, es ist mir egal. Ich lieb dich verdammt nochmal. Hey, versuch's nochmal mit mir. Tausend um dein Leben, bleib noch hier. Ich glaub, es wird okay. Versuch's nochmal mit mir. Alle unsere deine Sachen, lass uns einen Anfang machen, ganz neu, Liebe 2.9. Ich will nie wieder schweigen, mich dir vollkommen zeigen, bleib stehen und mach jetzt nicht auf cool, denn ich würde lügen zu sagen, es wäre kein Problem, würdest du einfach gehen? Hey, versuch's nochmal mit mir. Tausend und ein Leben, bleib noch hier. Ich glaub, es wird okay. Versuch's nochmal mit mir. Ich komm damit klar, ich wär am Boden, wärst du nicht mehr da. Keiner kann sagen, was noch passiert, wenn wir's nicht probieren. Komm her, versuch's nochmal mit mir. Tausend und ein Leben.
macht Thomas Anders. Florian Silbein. Wow. Ich glaube, ich habe verschluckt. Ja, wir haben ein bisschen Konfetti erwischt, aber herrlich. Ach, oh, lieber Thomas. Sag mal im Ernst, hättest du damit gerechnet, dass aus uns beiden, ausgerechnet aus uns, irgendwann mal ein Duett wird? Überhaupt nicht. Aber du? Aber weißt du, Florian, das sind doch die meisten Dinge, die einfach aus dem Bauch raus entstehen, wo man überhaupt nicht damit rechnet, was nicht am Schreibtisch konzipiert ist und dass das so erfolgreich wird. Das hätten wir uns vor 2 Jahren nicht vorstellen können. Überhaupt nicht. Also man muss auch sagen, wir sind komplett unterschiedliche Typen. Das ist einfach so. Ja, ja. So ziemlich. Aber das ist ja auch okay. Pfeffer und Salz, genau. Also Gewürz. Gegensätze hat man ja heute schon gemerkt. Können auch gut harmonieren miteinander. Aber nicht, dass wir irgendwann mal da sitzen und... Nein, so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Glaube ich. Aber, lieber Thomas, das Schöne ist ja, wir sind komplett unterschiedliche Typen und trotzdem macht das ja immer mehr Spaß. Also je besser ich dich kennenlerne, desto mehr Spaß macht es mir. Ja, mir geht es genauso. Ja, das ist ja wunderbar. Sollen wir es ewig zusammen machen? Ja, es ist einfach... Ich glaube, das ist nicht gespielt fürs Publikum. Es ist echt nicht gespielt. Also wir haben einfach festgestellt, wir sind komplett anders und das funktioniert miteinander super. Sehr gut. Und ich bin überzeugt davon, Thomas, wir werden im nächsten Jahr richtig viel Spaß haben, denn dann wollen wir gemeinsam mit ganz vielen Stars unsere große Tournee zu unseren Feste-Shows fortsetzen. Genau, da freue ich mich drauf. Ja, da freuen wir uns. Ja, und eins steht auch fest, lieber Thomas, wir werden dann wahrscheinlich noch mehr Unterschiede zwischen uns beiden entdecken, die uns dann noch mehr miteinander verbinden. Ich bin sehr gespannt, ja. Und ich bin mir sicher, wir werden auch über die Frau philosophieren, mit der zwischen uns alles angefangen hat. Du meinst die Frau? Ja, weißt du noch, was die damals zu dir gesagt hat? Sie sagte, sie liebt mich, das hat sie mir gesagt. Das hat sie zu mir auch gesagt. Ja, kannst du mal sehen. Und dann haben wir festgestellt, sie hat es wieder getan. Ja. Unglaublich, diese Frau. Was wären wir beide ohne sie? Dankeschön. Vielen Dank, Thomas Anders. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Ich liebe das Lied. Und danke euch für diesen Support. Danke. Mein Gott, das macht echt Spaß. Ja, und wir feiern ja heute Abend alle gemeinsam die Liebe mit ganz besonderen Schlager-Love-Stories. Und wir feiern das große Wiedersehen mit den ganz großen Stars. Und auch sie ist heute Abend zu uns gekommen. Eine unserer erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Seitdem vor 3 Monaten ihre große Tournee abgebrochen werden musste, hat sie nicht mehr auf der Showbühne gestanden. Bis jetzt. Denn heute Abend ist sie hier bei uns und sie hat uns einen Song mitgebracht, der Mut macht. Steh auf! Herzlich willkommen, Andrea Berg! Deine Augen sind total verheult. Jetzt ist Schluss, es wird nichts mehr versäumt. Hör doch auf, die Welt so schwarz zu sehen. Lass dich nicht mehr länger runterziehen. Es wird höchste Zeit, komm, dreh die Flügel in den Wind. Du warst viel zu lang für Wunder blind. Steh auf und tanz, dreh dich ins Licht, weil wirklich alles möglich ist. Sperr deine Träume nicht mehr ein und hab den Mut. Die Welt von oben an, so wie ein Schmetterling mit Rückenwind, weil wir endlich wieder Flieger sind. Und was gestern war, das ist doch längst total egal. Komm, lass los, wir leben nur einmal. Steh auf und tanz, dreh dich ins Licht, weil wirklich alles möglich ist. Sperr deine Träume nicht mehr ein.
schön. Herzlich willkommen, Andrea Berg. Schön, dich zu sehen, Andrea. Ich freue mich. Fühlt sich saugut an. Fühlt sich sehr gut an, ne? Also, Andrea, du hast ja wirklich, glaube ich, jede Liebesgeschichte und auch jeden Liebeskummer irgendwann mal besungen. Du bist also eine echte Schlager-Love-Story-Expertin. Hast du vielleicht für unser Brautpaar so kurz vor der Trauung einen Ratschlag, den du ihnen schicken kannst? Also, ich kenne Stefan ja jetzt auch schon ein paar Jahre. Ja. Und es gibt zwei Sprichwörter in unserem Land, die passen wie die Faust aufs Auge. Das erste Sprichwort, man lernt durch Versuch und Irrtum. Ja. Das zweite Sprichwort, alle guten Dinge sind drei. Diesmal klappt's. Diesmal klappt's. Also, ich glaube, die beiden sind wirklich sehr nervös. Und bei dir hat... Es gibt ja noch eins, Übung macht den Meister. Ist auch nicht schlecht. Gut jetzt, gut, gut. Also, es wird definitiv heute noch einiges passieren. Apropos Ehe, Hochzeit, du hast jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja auch extrem viel Zeit dann zu Hause mal mit deinem Mann Uli verbracht. Freust du dich jetzt eher wieder, wenn es richtig losgeht, oder bist du auch ein bisschen traurig? Also es war schon eine schöne Zeit irgendwie, diese Zäsur zu machen. Aber irgendwie sind wir doch rausgerissen worden aus diesem Ganzen. Wir waren auf Tour mittendrin und haben gesagt, nächstes Wochenende geht's weiter. Und dann auf einmal, stopp, gar nichts mehr. Das große Heimspiel, du warst selber schon ein paar Mal zu Gast, mit über 30.000 Leuten abgesagt. Und das macht natürlich dem Uli große Sorgen, das macht mir große Sorgen, das macht mich traurig, weil wir die Fans nicht sehen können. Und du weißt, dass ich davon lebe, Menschen wirklich in den Arm zu nehmen. Und ich lebe von der Liebe. Und das war jetzt so ein bisschen auf Abstand. Und wir haben uns aber was Tolles zusammen überlegt. Wir haben einfach, bei dem viertletzten Konzert in Wien haben wir die Show mitgeschnitten, Gott sei Dank. Und niemand wusste dann, was wir für einen kostbaren Schatz auf einmal in der Hand hatten, nämlich eins der letzten großen Konzerte, 15.000 Menschen, ausverkaufte Wiener Stadthalle, so eine wahnsinnig schöne Atmosphäre, Liebe pur. Und wir hatten dieses Ding wirklich auf Video. Wir haben ein Live-Album zusammengeschnitten, haben jetzt dieses wirklich All-Time-Best-of-Live-Album rausgebracht, damit die Menschen, und so ist es auch, die schieben jetzt dann ihre Wohnzimmertische weg und machen zu Hause ihr Andrea-Berg-Konzert, weil es doch eine lange Zeit, bis die Tour im März weitergeht. Aber und ich sag dir eins, wir werden jetzt auch mit dir hier richtig Gas geben und feiern, denn ich hoffe sehr, dass du jetzt für uns noch ein paar Songs dabei hast. Vor allen Dingen einen Song, den wir alle lieben und mitsingen können. Bist du bereit? Passt. Ich liebe das Leben. Und Andrea Berg, los geht's! Wir sehen uns an und fühlen nur, es
herzlichen Dank, Andrea Berg. Vielen Dank, liebe Andrea. Ja, was wäre eine Schlager-Love-Story ohne Sterne? Ohne Sterne wären viele Schlager nur halb so schön. Aber ein Stern leuchtet heller als alle anderen. Der hellste Stern. Entdeckt wurde er natürlich von unserem Schlager-Stern-Experten, von DJ Ötzi. Mich gerade so. Komm zu uns. Ja. Gary, ja? Die Schlager-Love-Story mit deiner Sonja, ja? Die hat vor 20 Jahren begonnen. Ja, das stimmt. Stimmt es eigentlich, dass Sonja bei eurem ersten Zusammentreffen gar nicht so begeistert von dir war? Ja, das stimmt. Ich hatte einen Auftritt in einem Lokal von ihrer Familie. Ja. Und ich fand den Ort nicht und kam, glaube ich, 3 Stunden zu spät. Und da war sie echt sauer. Aber mit mir war damals niemand sauer. Okay. Und das hat mich sehr angetönt. Wäre falsches Wort. Es war sehr auffallend.
Okay, also wenn man die Frau beim ersten Date ein bisschen warten lässt, es kann gut gehen, aber man sollte es nicht machen. Ich bin mal sehr gespannt, wie es hinter der Bühne bei unserem Hochzeitspaar aussieht. Denn Sarah von Neuburg kann vielleicht ja auch unserem Hochzeitspaar noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Wir schalten jetzt auf jeden Fall mal zu dir. Sarah, wie sieht's aus? Ja, lieber Florian, ich kann dir vor allem eins sagen, ich würde dich niemals 3 Stunden warten lassen. Das ist ganz, ganz klar. Ansonsten sieht's bei mir sehr, sehr gut aus. Die Aufregung steigt nicht nur bei unserem Hochzeitspaar, sondern natürlich auch bei Freunden und Familie. Schaut mal, so viele schöne Menschen hier, die natürlich mitgekommen sind. Sie, liebe Zuschauer, haben sich vielleicht gefragt, sind Stefan und Anna ganz alleine hier? Nein, sie haben ihre Liebsten mitgebracht. Und wir fragen mal so ganz kurz in die Runde, geht's euch gut? Ja! Steigt die Aufregung? Ja. Habt ihr schon was getrunken? Ja. Ja? Sehr gut. Also, hier wird getrunken, hier wird gegessen und hier wird natürlich darauf gewartet, dass endlich der große Moment kommt. Und wir werden jetzt noch mal ganz kurz versuchen, unseren Puls so ein klein bisschen runterzufahren und warten dann darauf, dass wir Anna das erste Mal in ihrem Kleid sehen, dass wir Stefan sehen, wie er endlich das macht, was er ja schon seit Monaten machen möchte. Und wir warten darauf, dass ihr uns auf der Bühne so ein bisschen die Zeit vertreibt. Bis gleich. Vielen Dank, Sarah. Ja, wir werden unser Bestes geben, aber viel Zeit habt ihr nicht mehr. Ihr müsst also ein bisschen Gas geben. Aber jetzt wird uns erstmal Patricia Kelly verraten, wie viel Kraft die Liebe geben kann. Patricia Kelly hat nämlich erfahren, wie viel Kraft die Liebe geben kann. 2009 bekam sie die Diagnose Brustkrebs. Ihr Mann Dennis war immer an ihrer Seite und half ihr durch die schwierige Zeit. Mein Glaube hat mir sehr viel Kraft gegeben und ohne Dennis und den Kindern hätte ich das niemals geschafft, wie ich das geschafft habe. Sie waren meine Hoffnung, meine Kraft und für die habe ich gekämpft und die waren bei mir an der Seite und jedes Jahr, was ich geschenkt bekommen habe, war eine große Freude und ein geschenktes Jahr, ein weiteres geschenktes Jahr. Ja, und ihr Mann ist heute Abend zu uns gekommen. Guten Abend, Servus Dennis. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Dennis, wie geht's denn Patricia heute? Es waren wirklich schwierige Zeiten damals, allerdings hat sie Patricia gemeistert. Wir haben gemeinsam gemeistert, denn die Liebe ist nicht nur für die guten Zeiten, ist auch vor allem für die schwierigen, herausfordernden Zeiten. Und jetzt ist sie fitter denn je, macht Jog jeden Tag, schreibt tolle Lieder, braselt zu Hause, ist unterwegs, also wirklich volle Power. Das freut uns wirklich sehr. Ja, Patricia hat uns ja verraten, dass sie auch in den ganz schwierigen Zeiten immer gebetet hat, denn sie hatte einen großen Wunsch. Sie wollte noch 10 Jahre leben für eure beiden Kinder. Und nun freut sie sich einfach über jedes weitere gemeinsame Jahr. Jedes Jahr ist ein Geschenk. Deswegen singt sie auch One More Year. Patricia Kelly. I'm begging forgiveness for walking my fingers up hospital walls feeling scared. Scars on my body remind me that time's only borrowed and death doesn't care. Sisters and brothers came back to each other, stayed with me so I could repair. Lambs to the slaughter, my sons and my daughters, I pray I can save you the tears. The thunder, the lightning, the hurricane rising, and I'm paralyzed. Life flashing by me, I don't have the right to be asking, but I still need more. One more year, can I stay right here? Don't wanna just disappear. Give me one more year, a final bow. One more cheer, one more. Chest, but it wasn't the end that I feared. The walls closing in, counting all of my sins, all the desperate moments we shared. Hanging in by
by a thread. I can't let go yet, singing Ave Maria. I got more to give, so I'm not giving in. And I pray I can save them the tears. The thunder, the lightning, the hurricane rising, and I'm paralyzed at the core. Life flashing by me, I don't have the right to. One more year, can I stay right here? Don't wanna just disappear. Give me one more year, a final bow. One more cheer, one more. Thunder, the lightning, the hurricane rising, and I'm paralyzed at the core. Life flashing by me, I don't have the right to be asking, but I still need more. One more year. Patricia Kelly! Oh, no, sweetheart, you made it, my love. Thank you. Wow. Ihr seid so lieb. Wow. Was für ein Song, oder? So ein toller Song. Thank you, Ross. Geniales Album, Wahnsinn. Wow. Ja. Liebe Patricia, sag mal, wie war es für dich, deine Geschichte in diesem Song zu beschreiben? Es war ein Bedürfnis. Die 10 Jahre waren letztes Jahr um. Und natürlich hat mich das beschäftigt und beängstigt. Und ich schreibe das, was mich beschäftigt, in Liedern. Und dann geht es mir gut. Und dann bin ich stark und befreit. Und deswegen, jetzt bin ich stark. Und ja, ich freue mich wirklich sehr auf das Leben und auf die Tour nächstes Jahr. Also ich bin voller Feuer innerlich eigentlich. Das hat man dir auf der Bühne auch angemerkt, ja? Wunderbar. Sag mal, hast du auch einen Song für deinen Mann Dennis geschrieben? Richtig, das stimmt, ja. In der Tat, das ist ein Song, Thank You, das heißt also Dankeschön. Und damit wollte ich endlich mal eine große Hymne für meinen Mann schreiben, als Dankeschön für die schönsten Jahre meines Lebens, die letzten 20 Jahre, für die 2 wunderbare Kinder, die du mir geschenkt hast und für die Liebe und die Kraft, die er immer mir schenkt. Ach, das ist gegenseitig. Ne? Was für eine schöne Schlager-Love-Story, oder? Ihr seid seit 20 Jahren verheiratet. Und wie gut ihr euch kennt nach 2 Jahrzehnten Ehe, das erfahren wir jetzt. Denn wir durften auch euch getrennt voneinander befragen. Wir schauen mal. Wir haben uns am Silvesterabend kennengelernt, 98 auf 99. Ich habe damals die Familie Kelly besucht in Schloss Gümnisch. Er war auch so ein bisschen, ja, ich sag mal so, Müttersöhnchen-mäßig. Und ich dachte, Mensch, jetzt sitze ich hier rum, ich spiele nichts, ich singe nichts. Lass uns mal tanzen. Und dann bin ich dann aufgestanden und dann kurz Blick geworfen und dann an Patricia angekommen und sie eingeladen zum Tanz. Und dann habe ich für mich innerlich gedacht, oh, nee, ne? Und dann haben wir Cha-Cha-Cha getanzt. Mit der Hüfte und so weiter, oh, oh, oh. Too sexy. Der Patriarch saß da, die ganze Brut, und kommt irgendwie plötzlich einen Fremdling, den sie auch zum ersten Mal gesehen haben. Und mein Vater, mit so einem Hals, guckte dieser junge Mann und so nach dem Motto, woher nimmst du dir das Recht, mit meiner Tochter zu tanzen? Allerdings, ich wusste gar nicht, dass es dann schon ein Thema war. Ich dachte, naja gut, Mut hat der Junge, also der, man sagt auf Spanisch, cojones, also Eier hat er, ja. Es gibt irgendwas, was mich an Patricia total aufregt. Ich weiß. Sie ist sehr locker mit
Deadlines. Wobei ich sagen muss, wenn es wichtige geschäftliche Termine sind, dann bin ich pünktlich. Ich mache richtig Druck und sage, Patricia, es geht nicht so, komm. Einmal ist er einfach weggefahren. Der hat mich da stehen lassen. Stimmt, genau, vor 2 Wochen war das gewesen. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Dann ist sie nachgekommen. Man muss auch Frauen erziehen, ne? Also ich bin eigentlich diejenige, die wirklich die Kinder so erzogen hat. Ich glaube, das bin ich. Die sind jetzt 16 und 18. Die sind 17 und 18 Jahre alt. Nein, nein, also ich weiß ja, wie alt meine Söhne sind. Ich habe die ja geboren, ja. Für Sie sind es kleine Kinder? Also die sind 16 und 18, keine Frage. Die Ige wird jetzt 17. Am 31.07. Und Patricia ist auch noch 16. Der ist nicht mehr 16, der ist 16,9 oder so. Das ist 17, wenn man das vernünftig aufrundet, oder? Ach, was sagt ihr dazu? Ja, er war süß. Das ist Dennis halt so, ja, ganz viel, kleine Nerdy. Ja, Spießer, na, IT-Nerd. Na. Ein guter Ausgleich zu meinem verrückten Rock'n'Roll-Leben. Aber du bist dann tatsächlich, Dennis, einfach mal losgefahren jetzt und hast sie schön stehen lassen? Ja klar, sie war 10 Minuten, also das ist ja mein Name auf dem Spiel. Ich habe Termin ausgemacht mit Menschen und ich komme zu spät. Ja. Da ist mir auch Ärger mit meiner Frau, die danach natürlich kam, ist ja, kleinster Preis. Ja. Wie hat er das wieder gut gemacht? Ach, ich muss sagen, ich bin auch immer spät. Das muss man auch zugeben. Ja, okay, ja? Okay. Also da, ich glaube, der war sehr lieb danach mit mir. So ein schlechtes Gewissen gehabt. Es funktioniert sehr einfach mit Patricia. Dann nimmt man sie im Arm, sagt, wie schön sie ist, küsst sie und dann ist alles vorbei. Sie ist nicht nachtragend. Manipulativ. Es ist manipulativ. Ich muss gestehen, manipulativ. Ne? Aber schöne Manipulation, ne? Ja. Nein, funktioniert immer. Wir gleichen uns gut aus. Natürlich hat man Macken, man streitet sich. Ich glaube, das ist normal in jeder Beziehung. Ich glaube, das ist sogar für uns gut, also dass wir uns manchmal so streiten, dann... Sag das nicht, was genau. Danach. Dann wird es wieder gut. Aber Janaina nickt so, also ihr streitet nie, stimmt's? Was? Ja, aber tatsächlich, ne? Die Leute denken bei uns so viel Temperament zusammen und denken immer, das ist krass. Aber ich glaube, nach 16 Jahren ist es einfach so, wenn einer so on fire ist, der andere sagt immer, ich gehe einen Kaffee trinken und lass einfach so reden, weil keiner hat mehr so die Kraft dafür. Richtig. Ja. Also ich stelle jetzt keine weiteren Fragen mehr. Stattdessen begrüßen wir jetzt hier bei uns die Frau, die mit ihrem Album Im Namen der Liebe direkt auf Platz 1 der offiziellen Albumcharts gestürmt ist. Sie ist unsere Botschafterin für Liebe, Toleranz und Respekt. Herzlich willkommen, Marianne Rosenberg. Marianne, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Nummer 1 Album. Wow! Vielen, vielen Dank. Mehr als verdient. Großartig. Ja, ich finde es auch wunderschön, dass ich den Titelsong jetzt endlich performen darf, weil wir durften ja gar nichts mehr tun. Ja, aber du hast gleich mal die 1 erobert und ich weiß, du hast an diesem Album gemeinsam mit deinem Sohn Max gearbeitet. Ja. Wie ist so eine Zusammenarbeit zwischen Mutter und Sohn? Es war ja eine sehr erfolgreiche, aber hat es Spaß gemacht? Wie war das für dich? Es hat totalen Spaß gemacht, weil es war ja nicht geplant. Mhm. Als ich an dem Album schrieb, wollte ich halt wissen, wie mein jetzt erwachsener Sohn, der jetzt ein Mann ist, Producer ist und Musiker ist selbst, wie der meine Musik jetzt findet. Und dann habe ich es ihm vorgespielt und dann hat er zum Beispiel bei diesem wunderbaren Song, der auch sehr viel Spaß gemacht hat hier bei dir in der Show, Wann misse 100%, hat er dann zum Beispiel gesagt, cool Mama, aber das muss leider etwas höher. Wenn du wirklich anknöpfen möchtest an diese schöne Zeit der 70er Jahre, dann sind die Leute an einen Sound gewöhnt und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube,